ein Mädchen seit 20 Jahren, seit mich ihr Mund geküsst. Seit damals wir beide Studenten waren und die kleine Kapelle bei Nacht uns gegrüßt. Mädchen, mein Mädchen, und die kleine Kapelle bei Nacht uns gegrüßt. Juliana, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du aus Ungarn gekommen bist, damit wir miteinander Gespräche halten können, die aufnehmen können. Heute sprechen wir über die Verfolgung und Terrorisierung der germanischen Heilkunde. Ja? Ich grüße dich auch sehr herzlich, Gerd, und ich freue mich sehr, hier zusammenzusitzen. Inzwischen wissen Millionen Menschen auf der Welt, dass es Dr. Rieke Gerd Hamer ist, der den Menschen die fürchterliche Angst vor dem Krebs genommen hat. Du hast viele Bücher über die germanische Heilkunde geschrieben, in denen du erklärst, dass der Krebs ein biologisches, sinnvolles Geschehen ist, ein biologisches Sonderprogramm der Natur. Das ist richtig, ja. Das hast du in 5 biologischen Naturgesetzen festgelegt und in vielen von deinen Büchern kann man lesen, dass das nicht nur einfach sich über 5 biologische Naturgesetze handelt, sondern das ist ein ganzes System unserer Gesellschaft. Die ganze Gesellschaft müsste sich im Ganzen ändern. Ja, entsprechend dem, wie das von der Natur eigentlich in unserem Gehirn konzipiert ist. Ja, wir haben ja einen Code im Gehirn. Und wir können nicht einfach Zivilisation machen, ohne diesem Code zu folgen. Ne? Und das hat auch die Germanische herausgefunden, dass wir nur eigentlich ein gutes Leben, ein glückliches Leben haben, ein naturgemäßes Leben haben, wenn wir diesem Code folgen. Ja, und das alles ist im Ganzen die germanische Heilkunde. So ist richtig, ja. Ja. Es handelt sich hier um die größte Entdeckung der Menschheitsgeschichte in der Biologie und der Medizin. Kann man so sagen, ja. Dieses System ist fantastisch, denn es erfüllt die Bedingungen der Wissenschaftlichkeit, was bisher den Naturwissenschaften vorbehalten waren. Ja. Zwar sind das die Voraussagbarkeit, die Vergleichbarkeit und es ist reproduzierbar. Ja. Das ist es gibt seit 32 Jahren keine einzige wissenschaftliche Widerlegung deiner Entdeckung. Und inzwischen haben das mehr als 50.000 Patienten bewiesen. Das kann man einfach nicht verstehen. Wieso konnte nur eine so ungeheuer große Entdeckung nicht sofort wissenschaftlich überprüft werden und den Leuten sofort angeboten werden. Das ist ja der Boykott eben, nicht? Der, ja, ich habe der Justiziar Schwarzkopf von der Universität hat mir schon im Oktober oder November 1981 gesagt, Herr Dr. Hamer, Ihre Thesen sind schon 100-mal hinter verschlossenen Türen von unseren Professoren geprüft worden. Und sie haben immer festgestellt, die Sache ist richtig. Und wenn sie nur einen einzigen Fall festgestellt hätten, der nicht richtig war, dann hätten sie sie eingeladen zu einer Verifikationskonferenz. Das haben sie nicht. Nun, aber sie haben also dann festgestellt, jawohl, der Hamer hat recht, der Hamer hat das Ei des Kolumbus entdeckt, nachdem wir alle gesucht haben. Ja, also alle hatten nach der Ursache des Krebs gesucht. Millionen Mediziner hatten gesucht. Und nun, der Hamer hatte es gefunden, aber außerhalb der Universität.
Wie ich weiß, wurde diese Universität gerichtlich aufgefordert, diese wissenschaftliche Überprüfung zu machen. Ja, das stimmt. Aber ich meine, du weißt ja, dass diese Gerichte alle privat sind und die Universität ist inzwischen auch privat, schon damals. Und die machen das einfach dann nicht. Da kannst du gar nichts gegen machen. Die wussten ja längst, dass es richtig war. Die mussten ja nichts mehr überprüfen. Diese Professoren von der gewissen Religionsgemeinschaft, die wussten ja, dass das richtig war. Da werden sie ja nicht nochmal Überprüfung machen, um festzustellen, ja, wir führen das jetzt den Leuten vor, dass der Hamer recht hat. Ich habe x Konferenzen in Tübingen angeboten und die wurden immer im letzten Moment wieder untersagt, weil die ja genau wussten, dass es richtig ist. Die wollten das nicht nochmal prüfen. Und die Presse hat auch immer mitgespielt. Ja, jetzt kommt wir in einen Bereich hinein. Die Presse gehört einer gewissen Religionsgemeinschaft, nicht? Alles gehört dieser Religionsgemeinschaft. Die Universitäten, die Banken, einfach alles, ne? Und nun, diese größte Entdeckung der Menschheitsgeschichte, ja, das ist doch unmöglich, dass das dann denen nicht gehört. Das können die gar nicht ertragen. Und natürlich, ich habe zunächst das nicht gewusst, bis mir das der Oberrabbiner in Paris, der Oberrabbi Denoun, verraten hat, dass der... Im Juni 1986 wurde ich zusammen mit dem Grafen Antoine Dancieux de la Bâtille zum Oberrabbiner von Frankreich, Ben Denoun Danof Josué, gerufen, der ein Freund dieses Grafen Antoine Dancieux war. Es ging darum, die jüdischen Ärzte hatten noch nicht genügend Erfahrung mit der germanischen Heilkunde, damals neue Medizin, und der Bruder von Rabbi Denoun war an Krebs erkrankt und der andere Bruder war Arzt in Marseille und alle waren in Paris im Haus des Oberrabbi Denoun und baten mich, ihnen zu helfen bei der Therapie. Nach der Konferenz um den erkrankten Bruder saßen wir noch zusammen und da wurde mir eine furchtbare Nachricht zuteil, die mich vollkommen zerstört hat. Der Oberrabbiner Denoun erzählte mir nämlich, dass sein Chef, der Weltoberrabbiner und Messias Menachem Schneerson, schon im November 1981, also unmittelbar, nachdem ich meine Habilitationsarbeit in Tübingen eingereicht hatte, einen Brief an sämtliche Rabbiner der Welt verfasst hatte, des Inhalts, dass diese germanische Heilkunde, damals neue Medizin, geprüftermaßen richtig sei und in Zukunft an jeden Juden der Welt pflichtmäßig gegeben werden müsse. Aber er hat auch leider geschrieben, dass kein Nichtjude mit der germanischen Heilkunde behandelt werden dürfe. Wir, der Graf und ich, waren entsetzt über eine solche Ungeheuerlichkeit. Dann sagte uns der Oberrabbiner Denoun, ja, er sei selbst auch nicht dafür gewesen, dass nur alle Juden nun mit 99% überleben dürften und die Nichtjuden alle sterben müssten an Chemo und Morphium. Aber der Weltoberrabbiner Schneerson, der Lubavitcher, sei sein Chef und er müsse deshalb gehorchen. Nach dieser furchtbaren, demoralisierenden Nachricht, dass mir meine germanische Heilkunde quasi gestohlen war, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich hatte mich immer gefragt, warum darf denn diese wunderbare germanische Heilkunde nicht für alle Menschen verwendet werden? Warum mussten die Menschen weiter mit Chemo und Morphium sterben? 5 Jahre habe ich mich immer gefragt und immer keine Antwort bekommen. Das hatte ich nicht verstehen können. Jetzt merkte ich, es waren nicht die dummen oder arroganten Mediziner, es waren nicht die dummen oder arroganten Richter, sondern sie gehorchten alle nur einem teuflischen Plan und der Weisung des Weltoberrabbiners Menachem Schneerson, Messias der Juden und größter Massenmörder aller Zeiten.
Deshalb habe ich sofort danach mich hingesetzt und an diesen Weltoberrabbiner und Messias der Juden einen Brief geschrieben. 22. Juni 1986. Sehr geehrter Herr Oberrabbi, Sie sind das geistige Oberhaupt aller Juden dieser Welt, wie mir Rabbi Denun gesagt hat. Sie sind gleichzeitig auch das spirituelle Oberhaupt aller Freimaurerlogen, die ja alle am Tempel Zions arbeiten. Sie sind Mediziner und Sie verstehen gut Deutsch. Deshalb ist mein Brief bei Ihnen an der richtigen Adresse. So sehr ich mich gefreut habe, dass Sie mein deutsches Buch Krebskrankheit der Seele, Kurzschluss im Gehirn, dem Computer unseres Organismus, gelesen und offensichtlich verstanden haben und bereits Order gegeben haben, es auf Ihre jüdischen Patienten anzuwenden, so sehr enttäuscht bin ich darüber, dass Sie offenbar immer noch nicht an Ihre Logen Order gegeben haben, den Boykott der eisernen Regel des Krebs bezüglich der Nichtjuden aufzuheben. Bitte sagen Sie mir nur nicht, wir waren es nicht, denn ich weiß über alles bestens Bescheid. Ihre Freimaurerlogen haben seit 5 Jahren das grausigste Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen, durch den Boykott der Entdeckung der eisernen Regel des Krebs. Für Hunderte von Millionen ärmster Menschen bedeutete das einen qualvollen Tod. Die Freimaurerlogen und Israel, in dessen Diensten alle diese Freimaurerlogen am Tempel Zions arbeiten, haben die Verantwortung und die Kollektivschuld für dieses schlimmste Verbrechen der gesamten Menschheitsgeschichte zu übernehmen. Meine Frau gehört auch zu den Opfern dieses Boykott-Terrors. Meine Familie und ich werden seit Jahren systematisch terrorisiert. 4-mal hat man einen Attentatsversuch auf mich gemacht. Verehrter Herr Oberrabbi, Sie sind der bestinformierte Mensch der Welt, glaube ich. Sie wissen auch genau, dass jedes Wort genau stimmt, was ich Ihnen geschrieben habe. Der Tempel Zions, an dem Ihre Logenbrüder arbeiten, ist seit 5 Jahren zum Auschwitz Israels geworden, in das sie Israel selbst hineinmanövriert hat. Das Ausmaß des Verbrechens übersteigt überhaupt die Vorstellungskraft eines menschlichen Gehirns, meine ich. Selbst wenn die Logenbrüder nach der doppelten Moral des Talmud arbeiten, hätte ich mir niemals früher vorstellen können, dass Menschen zu einem Verbrechen dieses furchtbaren Ausmaßes fähig sein könnten. Herr Oberrabbi, was immer Sie auch zugeben oder nicht zugeben mögen, darüber mag die Geschichte entscheiden. Das Verbrechen wächst mit jedem Tag. Nach diesem Brief bleibt Ihnen keine Chance mehr zu schweigen, denn der Brief wird nie mehr aus der Welt verschwinden. Ich bitte Sie für meine Patienten, geben Sie endlich Order an Ihre Logen, den Boykott gegen die Entdeckung der Zusammenhänge des Krebs bedingungslos aufzuheben. Jeder Rabbi Schön und Rabbi Seligmann von Koblenz bis New York wird Ihre Order befolgen, zumal Sie als Mediziner sich davon überzeugt haben, dass die eiserne Regel des Krebs den wahren Sachverhalt des Krebsgeschehens wiedergibt. Täglich kommen Rabbis und Logenmeister oder deren Abgesandte zu mir, um über irgendwelche Bedingungen zu verhandeln, unter denen der Boykott aufgehoben werden könnte. Aber es darf doch keine Bedingungen dafür geben, dass Menschen weiter zu Tode gequält werden. Verehrter Herr Oberrabbi, wenn der Zionismus erkauft werden muss mit den schlimmsten Verbrechen dieser Menschheitsgeschichte, dann ist er eine Schande für die gesamte Menschheit. Werfen Sie Ihren Talmud mit der doppelten Moral weg. Er hat sich nicht bewährt. Ich bitte Sie für meine sterbenden Patienten auf den Knien. Haben Sie menschliches Mitleid mit der Qual unserer Patienten, Juden wie Nichtjuden. Nur dieses Mitleid kann das grausige Verbrechen mildern. Bitte geben Sie sofort Order, den Boykott aufzuheben und die sterbenden Patienten retten zu lassen. In der Hoffnung, dass Sie sich Ihrer Verantwortung und aller Konsequenzen bewusst sind und in dieser Verantwortung nunmehr die richtige Entscheidung treffen werden, grüße ich Sie mit bis vorzüglicher Hochachtung.
Dr. Med. Rike Gerd Hamer. Inzwischen wissen wir ja, dass es richtig ist, amtlich, auch israelisch amtlich richtig ist. Das hat der Rabbi Merrick, Mitglied des israelischen Gesundheitsministeriums, in einer Arbeit verkündet, Anfang 2005, dass die Germanische richtig ist und in Israel allgemeine Anerkennung hat und in Israel auch angewendet wird und mit 99% Erfolg. Auf Seite 76 der zweiten Auflage meines Buches »Mein Studentenmädchen« steht: Welches sind die Konsequenzen meiner Entdeckung der germanischen Heilkunde für jüdische Patienten? Nun muss man wissen, der Rabbi Merrick von der israelischen Regierung hat festgestellt, dass mindestens die zwei ersten biologischen Naturgesetze anerkannt seien und auch in Israel praktiziert würden. Und sie werden von allen Juden der Welt praktiziert. Also, wenn die beiden ersten biologischen Naturgesetze allgemein anerkannt sind, das bedeutet, dass zum Beispiel Lungen, Leber, Pankreas, Dickdarm oder Brustdrüsenkrebs in Israel seit 32 Jahren keine echten Erkrankungen mehr sind, sondern sinnvolle biologische Sonderprogramme, bei denen, wenn der Konflikt mit Hilfe der Rabbiner und der jüdischen Ärzte gelöst wird, was in 99% der Fall ist, die Patienten in die Heilungsphase kommen, wo der Tumor ohne Chemo und Morphium von alleine, also spontan mit Tuberkulose, verschwindet. Diese glücklichen Patienten haben keine Panik, weil ihre Rabbiner und jüdischen Ärzte bestens Bescheid wissen mit der germanischen und ihnen bei der Konfliktlösung und bei kleinen Komplikationen in dafür speziell ausgerüsteten Krankenhäusern helfen können. Dadurch überleben die jüdischen Patienten natürlich zu 99%. Das hat die israelische Botschaft Berlin schon am 29.10.2008 auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Krebs in Israel auffallend selten. Der nationale Krebsregistrator von Israel, Dr. Micha Barchana, teilte neulich mit, dass die bereits schon sehr niedrigen Krebsraten in seinem Land erfreulicherweise weiter abnehmen. Dies trifft vor allem auf Dickdarm-, Brust- und Lungenkrebs zu. Bereits im Jahr 2004 starben von den 7,4 Millionen Einwohnern Israels nur gerade 152 Menschen an Krebs. Dies ergibt rein rechnerisch die sensationelle Zahl von 0,4 Krebstoten pro Tag. Zum Vergleich, im selben Jahr erlagen allein in Deutschland 220.000 Menschen dem Krebs, also 601 Person jeden Tag. In Österreich waren es 2008 täglich 55 Krebstote und in der Schweiz nur 40. In Israel jedoch liegt dieser Wert immer noch um den Faktor 100 tiefer. Aus den israelischen Statistiken geht hervor, dass die meisten Krebsopfer der nichtjüdischen Bevölkerung entstammen. Somit ist die Todesrate unter den Juden nochmals geringer. Warum nur? Leben die Israelis gesünder? Nicht wirklich. Denn auch dort raucht beispielsweise jeder Vierte. Der Schlüssel ist die Krebsbehandlung an sich. Weil man in Israel den Krebs aus einer ganzheitlichen Sicht betrachtet und die totale Entgiftung von Körper, Seele und Geist als oberste Priorität setzt, im Verbund mit einer gesunden Ernährung. Ganz offensichtlich funktioniert dieser natürliche Therapieansatz bestens. Nur schade, dass die Schulmedizin im Rest der Welt noch immer auf dem Mordsgeschäft von Chemotherapie, Bestrahlung und Radikalschnitt besteht. Helfen tut das nämlich nicht. Weltweit steigen die Krebserkrankungen immer noch an. Allein in Europa starben 2006 daran insgesamt 1,7 Millionen Menschen. Insider schätzen jedoch, dass es in Wahrheit weit mehr sind.
weil viele Krebspatienten im Nachhinein an den Folgen einer herkömmlichen Behandlung sterben und dann in der Statistikspalte für Herz- und Kreislauftote landen. Zahlen können manches erhellen. So auch, wenn man die jährlichen Krebstoten in einem Land auf die jeweilige Bevölkerungszahl bezogen, auf 1 Million Einwohner umrechnet und die so erhaltenen Werte der verschiedenen Länder miteinander vergleicht. Auf 1 Million Deutsche kommen 2.683 Krebsopfer pro Jahr. In der EU, 25 Mitgliedstaaten, liegt dieselbe Vergleichszahl bei 2.522 Toten. In Israel bei 21. Somit ist das Risiko an Krebs zu sterben in Europa 120 Mal größer als in Israel. Da gibt es nur eins: entweder nach Israel auswandern oder sich nur naturheilkundlich behandeln lassen. Welche Konsequenzen hat meine Entdeckung der Germanischen seit 32 Jahren für nichtjüdische Patienten? Keine. Für die Nichtjuden bleibt die germanische Heilkunde pur verboten. Wir haben nicht einmal einen einzigen Doktor, der nur germanische Heilkunde praktizieren darf. Ich selbst habe seit 27 Jahren Berufsverbot. Wir haben keine Krankenhäuser für unsere Patienten. Das heißt, wenn die nichtjüdischen Patienten zum Beispiel Lungen-, Leber-, Pankreas- oder Brustdrüsenkrebse haben und ahnungslos zu ihrem jüdischen Onkologen gehen, dann sind das alles allerschwerste, bösartige, tödliche Krankheiten, die quasi keine Überlebenschance haben und in wenigen Monaten zum Tode führen. Die Patienten sind in totaler Panik durch diese betrügerische Diagnose und Prognose, die als einzige existierende Möglichkeit angeboten wird. Sie lassen sich dann in angeblicher Ermangelung einer Alternative schließlich wie Schafe zur Schlachtbank führen. Zynischerweise sagt man ihnen, das Leben könne noch ein bisschen verlängert werden mit Chemo und Bestrahlung und die Schmerzen verringert werden mit Morphium. Meine Gegner und die durch Propaganda zumeist hirngewaschenen Menschen wollen oder können mich nicht verstehen. Sie meinen, ich solle mich auf die germanische Heilkunde beschränken und die Sterbenden und Toten vergessen. Könnt ihr denn ruhig bleiben, wenn ihr wisst, dass morgen vielleicht schon euer Kind und übermorgen eure Geschwister oder Eltern erbarmungslos exekutiert werden und das ohne jegliche Notwendigkeit und einzig aus religiösem Wahn? Bitte versteht, dass ich als Entdecker dieser wunderbaren germanischen Heilkunde ganz besonders die Pflicht habe, dem Massenmord an unseren Patienten zu wehren. Und diese Pflicht werde ich bis zum Ende meines Lebens treu erfüllen. Dieser flehentliche Brief an den damaligen Lubavitcher Messias oder Papst der Juden wird niemals aus der Welt verschwinden. Damals wusste ich schon, was knapp 20 Jahre später Rabbi Professor Joachim Merrick zugegeben hat, dass alle Juden in Israel und weltweit meine Entdeckung der germanischen Heilkunde ausschließlich verwenden und damit fast alle überleben, während 3 Milliarden nichtjüdischer Patienten weltweit zu Tode geschächtet worden sind. Diese germanische Heilkunde ist aber für alle Menschen da, auch für Nichtjuden. Denn jeder Mensch möchte gerne noch weiterleben. Die Presse und die Medien berichten seit 32 Jahren über deinen Antisemitismus. Pausenlos, ja. Du hast doch nichts gegen die jüdischen Patienten. Nein, um Gottes Willen. Für mich gibt es keine zwei Sorten von Patienten. Ich möchte gerne, dass alle Patienten mit meiner germanischen Heilkunde überleben können. Und mit meinem Studentenmädchen. Nicht nur die Jüdischen, die machen das ja sowieso, die praktizieren das sowieso seit 32 Jahren. Und die haben eine Überlebensrate von 99%, wie die israelische Botschaft ja veröffentlicht hat. Aber ich möchte, dass auch meine nichtjüdischen Freunde diese germanische Heilkunde
benutzen dürfen und auch zu 99% überleben. Das, warum nicht? Das, und diese Leute, die das verhindern, die also diese 30 Millionen Toten in Deutschland produziert haben, durch ihre Onkologen von einer gewissen Religionsgemeinschaft, die hasse ich. Das sind für mich Mörder, Massenmörder. Aber das hat mit Antisemitismus gegen israelische Patienten doch nichts zu tun. Sondern das ist ein, ich hasse Massenmörder, aller Art. Also du, konkret, diejenigen, die Macht über die Presse haben und die das Boykott gegen dich machen, ja, gegen die germanische Heilkunde. Ja. Ja, die sind ja auch für die Massenmorde zuständig, nicht? Die Onkologen gehören alle der gleichen Religionsgemeinschaft an. Und die wissen ganz genau natürlich, wie man das machen müsste, dass die alle am Leben bleiben können. Denn sie wissen es ja aus Israel. Und sie machen genau das Gegenteil. Sie geben denen Chemo und Morphium, was in Israel strikt verboten ist, und bringen die damit alle um. 98, 99%. Ja, wenn ich dagegen bin, dann heißt es, der ist Antisemit. Im Gegenteil, ich bin der größte Wohltäter der Juden aller Zeiten. Durch mich haben 50 Millionen Juden mit der germanischen Heilkunde überlebt. Also, es ist verrückt zu sagen, ich würde gegen die Juden. Ich habe nur was gegen die Massenmörder. Ja, und das muss ich haben als Arzt, ne? Die Chemo- und Morphium-Pseudotherapie. Eigentlich ist es mir zuwider, über Chemo, Rattengift, und über Morphium zu schreiben, denn das hat ja mit Therapie gar nichts zu tun, sondern einfach nur mit Verbrechen. Es ist nicht eine Behandlung, sondern eine Misshandlung. Wenn ich an die 98-99% der armen Patienten denke, die sich vertrauensvoll in die Hände von Tätern begeben, die von sich selbst jetzt verharmlosend "Sorry, dumm gelaufen" schreiben, dann kann ich nur noch heulen. Obwohl in Australien gerade mal 2,3% und in den USA sogar nur 2,1% aller Patienten von einer Chemotherapie profitieren in Bezug auf das fünfjährige Überleben, wird Krebspatienten immer noch angeraten, genau diese verbrecherische Pseudotherapie zu machen. Die Autoren fragen zu Recht, wie es möglich ist, dass eine Therapie, die so wenig zum Überleben von Patienten in den letzten 20 Jahren beigetragen hat, gleichzeitig so erfolgreich in den Verlaufsstatistiken sein kann. Dümmer und gleichzeitig zynisch verharmlosender und krimineller geht es kaum noch. Wenn man noch hinzurechnet, dass die 2% Überlebenden vermutlich aus solchen bestehen, die ohne Aufhebens ihre Chemotabletten in den Abort entsorgt und deshalb überlebt haben, nunmehr aber fälschlicherweise als Chemoerfolg herhalten müssen, dann hat das Chemorattengift, das von Stickstoff Lost abgeleitet ist, dem Kampfgas aus dem Ersten Weltkrieg, praktisch 0,0% Erfolg. Dann ist es ein bewusstes, hundertprozentiges Verbrechen des Massenmordes, sagt Professor Niemitz. Mit Medizin und Wissenschaft hat das, wie gesagt, gar nichts mehr zu tun. Nur mit verbrecherischer Propaganda, die darin bestand, dass die armen Patienten 30 Jahre lang nichts von der germanischen wissen durften. Man kann, wie man sieht, die armen Menschen mit der Propaganda so unendlich verblöden, dass sie selbst dann noch, brav wie die Schafe, in den Klinikschlachthof laufen, nicht ahnend, dass quasi keiner von ihnen da lebend wieder herauskommt. Übrigens, zu der gleichen Statistik kam schon 1990 Professor Abel vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg. Abel zitiert den deutschen Papst der Onkologen Gallmeier. Im Bereich der klinischen Therapieforschung gibt heute die Industrie den Ton an. Sie bestimmt Trends und Themen, erwählt die genehmen und qualifizierten Kooperanten. Fragestellungen, die nicht produktbezogen sind, können in der Regel nicht finanziert werden. Weiter, Abel Zitat: Wir haben gesehen, dass für die meisten fortgeschrittenen Krebse keine Evidenz für eine lebensverlängernde Wirkung der Chemotherapie existiert. Oder,
um es schärfer auszudrücken, die Onkologie hat es bisher versäumt, eine einwandfreie wissenschaftliche Grundlegung für die zytostatische Therapie in der heute vorherrschenden Form zu schaffen. Ja, schlimmer noch, es scheint inzwischen fast unmöglich geworden zu sein, diese fehlende Grundlegung und Prüfung nachzuholen. Denn Onkologen werden aus ethischen Gründen Vergleiche mit unbehandelten oder verzögert behandelten Patienten kaum noch planen, oder aber die Planungen werden auf die Ablehnung von Ethikkommissionen stoßen, eine Tatsache, die von Onkologen in der Regel unumwunden zugegeben wird. Dr. Hardin B. Jones, ehemaliger Professor für medizinische Physik und Physiologie an der University of California, Berkeley, untersucht die Lebensdauer von Krebspatienten seit über 25 Jahren. Er kommt nun zu dem Schluss, dass die Chemotherapie nicht nur überflüssig ist, sondern die mit Gift behandelten Patienten oftmals einen früheren und grausameren Tod sterben, als es durch den Krebs ohne Behandlung der Fall wäre. Er fand heraus, dass Krebspatienten, die eine Chemotherapie erhielten, schneller starben als vergleichbare Fälle, die diese entgegen der Empfehlung ihrer behandelnden Ärzte ablehnten. Dr. Jones bezeichnet die Krebsindustrie als das, was sie ist. Eine Industrie, eine Multimilliarden-Dollar-Melkkuh. Menschen, die eine Behandlung verweigerten, lebten durchschnittlich noch 12,5 Jahre, so Dr. Jones, in einer diesbezüglichen Studie, welche in der Fachzeitschrift Transactions of the New York Academy of Sciences veröffentlicht wurde. Diejenigen, welche anerkannte Behandlungen durchführten, lebten durchschnittlich nur noch 3 Jahre, so die Studie weiter. Brustkrebspatientinnen, die alle konventionellen Therapien ablehnen, leben 4-mal länger. In dem Buch Krebs, Stahl, Strahl, Chemo und Co. vom langen Ende eines Schauermärchens schreibt Philippe Day, der französische Krebsspezialist Professor Charles Matte erklärt erstaunlicherweise Folgendes: Wenn ich an Krebs erkranken würde, dann würde ich mich auf gar keinen Fall in einem herkömmlichen Krebszentrum behandeln lassen. Es haben nur die Krebsopfer eine Überlebenschance, die sich von diesen Zentren fernhalten. Was passiert, wenn bei einem Patienten die Krebsdiagnose gestellt wird? In der Propaganda hören wir nur von bösartigen Zellvermehrungen und Metastasen und dass wir uns sofort in den schulmedizinischen Therapien unterwerfen müssen. Danach befinden wir uns sofort in Panik und wenn wir die Chemo-, Morphium- und Radiotherapie überleben, sucht man jahrelang noch nach Metastasen, nur um in uns weiter die Angst aufrechtzuerhalten. Es ist klar, dass es offiziell keine Möglichkeit gibt, die originale germanische Heilkunde zu wählen. Aber genauso wie in der Politik wurde es sehr klug ausgedacht. Die Patienten bekommen die gefälschte germanische Heilkunde und damit ist es erledigt. Dr. Hamer bleibt weiterhin der Böse. Ja, so ist das. Wie schön ist es, wenn jemand die germanische kennt und irgendein Symptom hat und der Arzt sagt irgendetwas darüber, dass ich sterben werde oder dass ich eine tödliche Krankheit habe und dann kann ich darüber lachen. Ja, wenn du da die Germanische wirklich richtig verstanden hast und am möglichst noch Studentenmädchen hörst, dann kannst du darüber lachen. Aber dass die meisten sind dann in dem Moment, wo da so eine ganze Visite von 10 Weißbekittelten da um sie rumsteht und sagen, ja, das ist ganz bösartig, also wenn sie nicht sofort Chemo machen, dann sind sie in 3 Wochen tot, ne? Dann kriegt der Patient das Flattern, ne? Ja, und das ist tödlich, ne? Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil wir können uns das fast nicht mehr vorstellen. Aber das ist doch das Normale, Juliana. Wenn die Leute in Panik gesetzt werden durch diese ganzen Medien und so und denen verweigert wird, dass sie die Germanische kennenlernen, dann werden die praktisch umgebracht. Das ist ja der Massenmord.
Und wer nun von den Ärzten weiß oder nicht weiß, also die Onkologen wissen alle, ne, die sind ja von der Religionsgemeinschaft. Ja, und dann haben die ihre Protokolle. Der wird also bestimmt, der muss Biopsie machen und dies und das und jenes. Und das führt immer mit Einbahnstraße in den Tod. Es ist grauenhaft, ist das. Es ist einfach nur grauenhaft. Und das versuchen diese Schulmediziner immer zu machen, Panik. Dann können sie Geld verdienen, dann muss der Patient in die Klinik. Und dann gibt eins die nächste Komplikation und dann wieder Panik und wieder Panik. Und da verdient man endlos Geld damit. Und wenn man in Panik ist, dann versteht man. Nee, dann versteht man gar nichts mehr. Dabei könnte das so schön sein mit der germanischen Heilkunde. Ja, könnten ja auch die 99% Überlebensrate haben. Und wir können dem Patienten sagen, du brauchst überhaupt keine Panik mehr zu haben, denn du verstehst ja die germanische Heilkunde. Du kannst deinen Konflikt verstehen. Du kannst verstehen, wie das jetzt da abläuft. Du kannst noch das Studentenmädchen zusätzlich hören. Und dann kannst du ganz ruhig sein und du überlebst zu 99%. Und er muss nicht in diese Schauermaschinerie da gehen, sondern er kann zu Hause bleiben. Wie hast du damals in deiner Klinik die Patienten nach der germanischen behandelt? Ja, die brauchst du ja gar nicht richtig weiter behandeln, sondern du musst nur sehen, dass die aus der Panik rausbleiben und dass sie die Sache verstehen. Dann werden die von alleine wieder gesund, so wie die Tiere ja auch von alleine wieder gesund werden. Eine Schwierigkeit ist noch die, dass wir in einer Schrottgesellschaft leben, haben wir vorhin schon mal gesagt, und dass wir keine Familien mehr haben, dass alle müssen arbeiten gehen oder ins Altersheim und die Kinder müssen in die Schule. Und wir haben eigentlich keine Möglichkeit, den Patienten wirklich sachgerecht zu Hause schön zu pflegen. Ja? Das müssten wir aber haben, oder wir müssten mindestens eine kleine Sanatorium oder Klinik haben, wo die Patienten auch mal mit kleinen Komplikationen hinkommen können. Eine kleine Blutung oder irgendwas, dann muss er schon ins Krankenhaus, kriegt da wieder Panik gemacht und stirbt. Und für solche kleinen Komplikationen, die nur wenige Handgriffe erfordern, da brauchen wir eine kleine Klinik, damit sich der Patient voll und ganz wohl fühlt. Da weiß er, also hier kann mir gar nichts passieren und das beruhigt ihn dann auch. Die Hälfte der Operationen sind, oder ich weiß nicht wie viel, aber sehr viel, sind überflüssig. Viel mehr noch. Wenn wir keine Krebsoperationen mehr machen müssen, dann sind 2/3 der Operationen überflüssig. Auch 2/3 der Medikamente sind überflüssig oder noch mehr, 3/4. Und das bringt uns natürlich die Gegnerschaft der ganzen Pharma wieder ein. Ne? Gottes Willen, der Hammer, der vermisstet uns das Geschäft. Ne? Wir verkaufen keine Medikamente mehr, das ist ja unmöglich. Also eins verstehe ich nicht, Gerd. Du lebst in Exil hier in Norwegen, du hast Berufsverbot. Ja. Du bekommst seit 27 Jahren deine Approbation nicht zurück. Ja. Und? Wegen Nichtabschwörens der germanischen Heilkunde. Ja. Ja, und nicht mich bekehren zur Schulmedizin. Das heißt, erst kürzlich wieder hier in Norwegen wurde ich gefragt, Herr Dr. Hammer, schwören Sie ab? Da habe ich gesagt, nein, kann ich gar nicht. Ich kann nicht der Wahrheit abschwören. Dann dürfen Sie auch nicht praktizieren. Ja, und die Presse ist gegen dich? Natürlich, ja. Die Medien sind gegen dich. Man kann überall nur lesen, du bist ein Scharlatan, du bist ein Wunderheiler. Ja. Trotzdem gibt es inkompetente Leute überall auf der Welt, in vielen Ländern, die Seminare über die germanische Heilkunde halten, aber umnennen. Sie haben verschiedene Namen, andere Namen und sprechen nicht über die Täter und sprechen kein Wort über die unschuldigen Opfer. Ja, also. Und sie verdienen viel Geld, ja. Sie werden Millionäre. Also die Leute, über die wir sprechen, zum Beispiel der Barnai in Ungarn bei euch, also die haben alle keine Qualifikation, gar nichts hier. Die sind eben in dem System drin, ja. Die sind, die Presse promoviert die sogar, wenn sie ein Buch abgekupfert haben, so wie der Eibel. Dann kommt die gesamte Systempresse mit und promoviert das, diese
abgekupferte und ja, in anderen, Augsburg. Wie ihr auch in anderen Ländern? Wie in anderen Ländern, zum Beispiel die Barney bei euch, der hat alles abgekupfert bei mir, hat das dann umgedreht. Die Tabelle, die wissenschaftliche Tabelle hat er umgeschrieben wieder, wie früher die Oma ihr Medizinhausbuch hatte. Ne? Erst der Kopf, dann der Hals, dann die Brust, dann der Bauch, dann das Becken und so weiter. Hat er umgestellt. Natürlich findet die Oma nun diese Anordnung von früher wieder und freut sich und sagt, da finde ich mich ja leichter zurecht. Während ich versucht hatte, den Menschen ein biologisches System beizubringen, nämlich nach Keimblättern geordnet, wie das ja in der Natur auch wirklich ist. Ne? Und wenn so etwas, also ohne irgendwelche Zahlen von Ermordeten oder Mördern kommt, dann ist die Presse sofort mit dabei, nicht? Aber Sie sagen, Sie möchten das irgendwie integrieren in die... Das kann man nicht, das kann man gar nicht. Wenn die germanische Heilkunde richtig ist und die Schulmedizin ist dann falsch, genau, dann ist alles nur noch ein einziges Verbrechen. Und dann ist alles nur noch ein Massenmord, was da passiert. Das kannst du nicht integrieren. Und diese Hanswürste, wie ich die zärtlich nenne, ja, die machen ja alles. Ne? Also, wir wollen diese Stars der 5 biologischen Naturgesetze auch ruhig beim Namen nennen. Ja, die sind, also alle gehören sie der gewissen Religionsgemeinschaft an. Ne? Also zum Beispiel bei euch in Ungarn, Barnai, der war früher bei einer Eisenbahngesellschaft tätig. In Österreich Eibel, der ist Masseur. Barrow, das ist Metallarbeiter, Munich, weiß ich nicht was, der macht irgendwie mit was Computern. Und Köhler, weiß ich auch nicht, was der macht. Pfister war früher Kellner. Die Metamedizin-Leute sind auch ohne medizinische Vorkenntnisse. Die Biologie total. Es sind alles Leute, die im Grunde die germanische bekämpfen, indem sie nur von 5 biologischen Naturgesetzen reden und tun da noch alles Mögliche mit hinein, nennen es um. Meinen Namen nennen sie nicht mehr, sondern die benennen alles um. Also die DHS soll es nicht mehr geben und so weiter und so fort. Und machen dann lauter Therapien, idiotische Therapie mit Homöopathie und Hellinger Familienstriptease und alle möglichen Unsinn. Entweder ist die germanische richtig. Chemo auch, natürlich, ja. Entweder ist die germanische richtig, und die ist ja 30 Mal offiziell verifiziert worden, dann ist die Schulmedizin falsch. Und dann ist alles, was schulmedizinisch gemacht wird, auch das, was diese Hanswürste machen, denn die wollen ja die Schulmedizin mit der germanischen integrieren, zusammenmixen, ja? Dann ist das alles nur noch ein einziges Verbrechen. Und darum geht es. Ne? Aber was die da herum schwadronieren mit 5 biologischen Naturgesetzen, das ist ja nicht die germanische. Also kleines Beispiel, wir haben da gestern über die Frühsexualisierung gesprochen in der Schulen, wird jetzt Pornografieunterricht gehalten. Bei kleinen Kindern mit 8 Jahren. Ja, und die fallen reihenweise in Ohnmacht und müssen in die Klinik geschafft werden. Das hat ja überhaupt nichts mehr mit unserem Code im Gehirn zu tun, sondern das ist eine rein willkürliche Sache. Unser Ziegenbock in Spanien, der hätte niemals sich an eine kleine Ziege rangemacht, solange sie nicht heiß ist, solange sie nicht in der Lage ist, Babys zu kriegen, Zicklein zu kriegen. Das wäre dem gar nicht eingefallen. Und diese Dummköpfe, das sind aber keine Dummköpfe, sondern das hat im System, dass sie unsere Gesellschaft vollkommen kaputt machen wollen, die Kinder kaputt machen wollen, alle kaputt machen wollen. Und deshalb die Frühsexualisierung der Kinder, die völlig wieder gegen alle Natur ist.
Das alles wird verschwiegen von diesen Leuten. Ja, das wird alles verschwiegen. Die reden auch nicht von den Mördern, die reden nicht von den Opfern, nicht von den 3 Milliarden, die bereits geschächtet worden sind. Die, mit Chemo? Mit Chemo und Morphium, nicht von unseren 30 Millionen in Deutschland, die geschächtet worden sind. Nee, das interessiert sie alles gar nicht. Dafür haben sie aber die Presse hinter sich und die Presse jubelt sofort. Wenn einer von mir ein Buch abkupfert, ne, dann zieht die ganze Presse mit. Ne? Aber das ist natürlich dann umgedreht, das Buch. Das ist nicht mehr germanische Heilkunde, sondern das ist dann irgendwas anderes. Ne? Und die wollen sogar verbessern. Ja, das kann man gar nicht verbessern. Und diese Hanswürste wollen den Meister verbessern, da lache ich nur drüber. Ne? Das alles ist, Gerd, weil du sehr, sehr böse bist. Du möchtest die extra wissenschaftliche Entdeckung mit dem Schrott der schulmedizinischen Hypothesen und mit den alternativen Heilungsmethoden nicht mischen. Richtig, das ist genau immer das. Übrigens ganz witzig, hier in Sandefjord bei dem Tingret, da kam ein Anwalt zu mir und sagte mir, ja, Herr Dr. Hammer, also die wollen nur darüber diskutieren, ob der Dr. Hammer böse ist, nicht ob die germanische Heilkunde richtig ist. Da sage ich, was sind die verrückt? Ja, also wenn sie nicht abschwören, dann werden sie sagen, die sind böse. Ja, du bist auch wirklich sehr böse, weil du gegen diese Schrottgesellschaft bist, in der wir jetzt leben, und du eine neue Gesellschaft aufbauen möchtest. Ja, eine neue alte Gesellschaft. Das haben ja unsere Vorfahren, die Germanen, schon gehabt. Eine kotgerechte Gesellschaft mit großer Familie und mit einem geordneten Familienleben, wo es keine Herren gab und keine Sklaven gab. Während im alten Rom, weiß ich nicht was, 3/4 Sklaven liefen und nur 1/4 Freie. So waren in Germanien alle Menschen frei. Und die lebten wirklich nach dem Code unseres Gehirns. Sie waren wirklich glücklich. Und das höchste Gut in Germanien war Freiheit. Das müssen wir auch wieder bekommen. Das, was wir zurzeit hier, diese Schrottgesellschaft, die wollen uns ja kaputt machen, damit sie uns besser beherrschen können. Ne? Die Menschen kriegen nur noch ein Kind oder gar keins mehr. Ne? Und Erziehung macht der Staat, wie gesagt, Pornounterricht in Grundschulen schon mit 6, 8 Jahren. Wenn einer alt ist, kommt er ins Altersheim, weggesagt, ne? Ja, todunglücklich im Altersheim, macht nichts. Diese Schrottgesellschaft wird uns einfach übergestülpt. Die ist eigentlich gegen unsere Natur. Alles ist gegen unsere Natur. Und der Hammer kommt nun und sagt, nee, die germanische Heilkunde lehrt uns, dass wir mit unserem Code der Natur leben müssen. Nur dann können wir glücklich sein. Und deshalb bekämpfen sie mich auch so. Aber wir müssen einfach den Weg durchgehen. Und ich glaube, mit meinem Studentenmädchen, was jetzt die ganz große Sensation ist, da werden wir den Krieg gewinnen. Hoffentlich. Ich bin sicher. Ich bin auch sicher. Ich bedanke mich sehr herzlich, Gerd. Ich hoffe, dass wir jetzt viele offene Fragen beantworten konnten. Und ich bin sicher, dass es viele gibt, die kaum deine weiteren Videos erwarten können. Ich rate nur den Zuschauern, dass sie immer die originalen Videos abladen sollen von der Seite von Dr. Hammer und immer die originalen Texte aus seinen Büchern lesen sollen. Ja, weil die gefälscht werden können, nicht? Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Juliane. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass ja in Kürze, in den nächsten Wochen, das neue Buch Mein Studentenmädchen erscheint. Nach meiner Meinung die größte therapeutische Sensation der letzten 200 Jahre. Und ich
Ich glaube, die Menschen werden sehr, sehr, sehr gerne dieses Buch lesen. Ja, und diesen Lied hören. Derzeit wird das schon, wie gesagt, 200.000-300.000 Mal rund um den Globus gehört. Und wir haben nur gute Rückmeldungen. Es ist wirklich eine therapeutische Sensation. Also dieses Video wird vielleicht auch vielen Menschen das Leben retten. Ja, mit Sicherheit. Ich lieb dich, mein Mädchen, seit 20 Jahren. Mädchen, mein Herzgesell. In Freude und Kummer, in Glück und Gefahr, mein Studentenmädchen, mein Lebensquell. Mädchen, mein Mädchen, mein Studentenmädchen, mein Mädchen, mein Weib. Wegen der Propaganda der Schulmedizin vertrauen die Ärzte den Ärzten. Und wenn sie dort die Krebsdiagnose bekommen, bekommen sie eine riesengroße Panik. Ja, du meinst, die Patienten vertrauen den Ärzten. Ja. Du sagtest, die Ärzte vertrauen den Ärzten. Oh, Entschuldigung. Sag mal. Okay, zuerst mal. Entschuldigung, aber das ist zu dumm. Ja.